Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wirklich, ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Ihnen die Heilige Messe feiern darf. In der Vorbereitung schon auf die Karwoche, auf den Palmsonntag, der vor uns steht. Wir sehen heute in den Texten der Heiligen Schrift Gott, der zu Abraham spricht, der sich zu erkennen gibt. Gott redet mit Abraham, so hören wir. Und wir lesen da ganz gerne drüber. Aber wenn wir das ganz ernst nehmen, wenn wir auch verstehen, dass in Jesus dieser Gott Abrahams zu uns gekommen ist, dann merken wir, Gott ist lebendig. Und Gott ist voll Kraft. Gott ist der, nicht nur der Sprechende, sondern der Rufende. Im Russischen gibt es dafür ein schönes Wort, das klingt so schön melodisch, Savushi, der Rufende. Und er ruft Abraham, er beruft ihn, dass er aufgeht und losgeht und seine Berufung annimmt. Ich möchte heute mit Ihnen ganz kurz einige Wegmale mit Ihnen teilen, die mich nach Kasachstan geführt haben. Ich lebe da jetzt schon 14 Jahre als Priester, als Missionar. Ich weiß, dass ich schon in der Kindheit immer auf die Landkarte geschaut habe und diese eigenartigen Länder in Zentralasien, die alle mit Stan enden, die haben es mir immer angetan. Aber ich hatte keine konkreten Pläne. Das darf ich Ihnen sagen. In meiner Ordensgemeinschaft sind wir seit dem Jahre 2000 in Kasachstan. Und ich erinnere mich, dass eines Tages unser Ordensobere, ein ehemaliger Jesuit, zu uns kam, während der Jahresexerzitien. Da waren die Priester und die Diakone der Gemeinschaft zusammen und hat gesagt, wir brauchen dringend Priester in Kasachstan, aber keiner von euch möchte gehen. Ja, und als Reaktion hat jeder unserer Mitbrüder ihm in der Nacht einen kleinen Zettel geschrieben, ich bin bereit, sende mich. Also ganz rührend. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, der Einzige, der nichts geschrieben hat, das war ich. Und dann kam es, wie es kommen musste. Eines Tages, kurz vor der Priesterweihe, kam mein Obere und ein ehemaliger Jesuit, das heißt sehr schlau, und hat dann einfach gefragt, kannst du nach Kasachstan gehen? Wenn er gefragt hätte, möchtest du gehen, wäre die Antwort für mich klar gewesen. Aber er fragte, kannst du gehen? Und da wusste ich sofort, er hat mich in der Tasche. Denn ich kann gehen, natürlich. Ich konnte kein Russisch damals. Aber es gab keine Gründe dagegen. Es gab eigentlich nur Gründe dafür. Und dann sagte ich ihm nach ganz kurzem Nachdenken, ja, ich kann gehen. Und ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass er mich auf den Weg geschickt hat. Ein zweites kleines Erlebnis, das ein bisschen vorher war, möchte ich Ihnen auch schildern und mit Ihnen einfach teilen, dass der Weg der Berufung eigentlich nie ein ganz sonniger Weg ist, sondern es gibt auch schwierige Minuten. Und auch im Klosterleben. Und es gab eines Tages einen Augenblick in unserer Gemeinschaft, wo ich merkte, ich habe keine Freude mehr. Ich möchte nur noch raus. Vielleicht kennen Sie das auch manchmal. Und das war so intensiv, obwohl ich ganz sicher war, dass ich eine Berufung habe. Und das ist eine wunderbare Überzeugung. Die habe ich nie verloren. Aber ich wusste, diese Gemeinschaft, die geht mir auf den Wecker. Und dann eines Tages waren wir auf einer Wallfahrt in Lourdes in Frankreich. Und ich saß in der großen Kathedrale und betete und habe mir ausgemalt, wie wird es wohl weitergehen mit mir. Vielleicht kennen Sie auch ähnliche Situationen. Ja. Und auf jeden Fall kommt plötzlich ein Mann auf mich zu, den ich noch nie vorher gesehen habe, schaut mich an und sagt mir auf Deutsch, du brauchst noch mehr Demut und mehr Gehorsam, und ist weitermarschiert. Das hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Ich kannte den Mann wirklich nicht,
Keine Ahnung, wer das war. Er kannte mich nicht. Aber er hat mir genau das gesagt, was ich benötigt habe, um zu wissen, Gott lässt nicht locker. Selbst bei Krisen und bei schwierigen Augenblicken ist er der, jetzt sage ich das russische Wort noch einmal, Savushi, der Rufende. Und Gott ruft wirklich. Wie er Abraham berufen hat, so wirkt er in das Leben jedes einzelnen Menschen hinein. Und unsere erste Berufung ist eigentlich schon unser Leben. Unser Leben ist schon der Ruf Gottes und sein Zeichen, dass er dich unendlich liebt. In Kasachstan darf ich eine Schule betreuen mit 170 Schülern, dazu noch einen Kindergarten. Und wir haben da, es ist nicht erlaubt, Religionsunterricht zu geben, das ist verboten. Wir haben 75% Moslems in Kasachstan. Und auf jeden Fall versuchen wir, die notwendigen Inhalte in Ethikunterricht gut zu verpacken und so mitzugeben. Und dann haben wir die Jugendlichen einmal ein wunderschönes Thema, Gott hat mich geschaffen, im Ethikunterricht. Manchmal hat man in Österreich im Religionsunterricht solche Themen nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir den jungen Menschen gesagt, von denen waren die allermeisten Moslems, Gott liebt dich. Für uns ist das etwas ganz Normales. Aber ich habe bemerkt, dass die Reaktion der Schüler unglaublich war. Die sind richtig bleich geworden im Gesicht. Die waren vollkommen erschüttert über diese Neuigkeiten. Bei Moslems ist Gott eher ja, der große Herr, dem ich mich zu unterwerfen habe. Du hast keine Wahl. Ja? Aber dass Gott dich unendlich liebt und dass deine Existenz hier auf der Erde einfach ein Zeichen dieser unendlichen Liebe Gottes ist, das ist schon ein Kern der christlichen Botschaft. Das dürfen wir wirklich nie vergessen, selbst in Augenblicken der Krise und des Leidens. Ein letztes Beispiel zur Berufung. Gott ist ja und Christus ist der größte Missionar. Und wir armen Menschen, Priester und Ordensschwestern und Missionare, wir müssen einfach oft nur schauen, dass wir nicht stören, wenn Gott wirken möchte. In unserer Hauptstadt in Kasachstan, die heißt mittlerweile Nur-Sultan, nach dem ehemaligen Präsidenten benannt, hatten wir einen katholischen Psychologen. Ja, der war Untergrundchrist, ein Moslem, also ein Kasache, das heißt eigentlich ein Moslem, und seine ganze Familie muslimisch, aber er hatte den Glauben angenommen. Und als Christ und als Katholik hat er seine Praxis geführt. Und das ist oft relativ kompliziert. Und wenn er merkte, dass Menschen zu ihm kamen, die vielleicht nicht psychische, sondern richtig echte geistige Probleme haben, die lieber eigentlich einen Beichtstuhl aufsuchen sollten, ja? Aber Moslems sind, dann hat er eine ganz gute Taktik. Er sagte diesen Personen, ich gebe dir jetzt eine Nummer, eine Telefonnummer, weil ich kann dir hier nicht helfen. Ich kann das nicht. Aber dieser Mensch, der kann dir helfen. Und meistens war diese Telefonnummer von einem unserer Priester. Und dann kam es ganz häufig vor, dass muslimische Frauen und Männer einen Priester angerufen haben, gesagt haben, ich brauche deine Hilfe, wie kann ich dich finden? Und auf diese Art und Weise sind ganz viele Muslime, die nie etwas von der Kirche, von Christus gehört haben, so nach und nach dem Glauben näher gekommen und auch getauft worden. Im vergangenen Jahr ist dieser katholische Psychologe verstorben. Es war so berührend, durch seine Arbeit hat sich schon wirklich eine eigene kleine Gemeinde gebildet von Menschen, die bei ihm waren und die er weitergeschickt hat in die katholische Kirche. Und diese Männer und Frauen haben sich nach seiner Beerdigung versammelt in der Kirche und jeder hat Zeugnis gegeben von seinem Glauben und von seiner Glaubensgeschichte.
Gott ruft. Seine Wege sind meistens viel interessanter und viel besser als all das, was wir uns ausdenken könnten. Und glauben wir immer fest daran, dass auch mein Leben und dein Leben Berufung Gottes ist und dass er dich heute ruft. Ich möchte gern gemeinsam mit Ihnen auf eine Reise gehen. Meine Reise hat mich kürzlich in eine Buchhandlung geführt. Gar nicht so lange aus, da habe ich dann diesen Screenshot, also dieses Foto gemacht mit dem Handy und war das nicht arrangiert, war etwas erschüttert, ja, muss ich sagen. Also Orwell, Farm der Tiere, Dracula, das kommunistische Manifest, Klimaschock, Atlas der Seuchen und wenn das noch nicht reicht, dann vielleicht noch das tibetische Totenbuch. Ja. Also das ist so eine Ansammlung, die man dort vorfindet, in Wien in einer großen Buchhandlung. Also wem das normal noch nicht reicht, was man sonst jeden Tag in den Nachrichten bekommt, an Weltuntergang, an Trostlosigkeit, an Ausweglosigkeit, der kann dann gerne in die Buchhandlung gehen und findet dann das vor, je nach Geschmack. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Und es ist auch nicht nötig, weil es gibt viele, viele Geschichten, die genau das Gegenteil erzählen. Ich bin lang Journalist gewesen, weil ich weiß, wie dieses Gewerbe funktioniert. Only bad news are good news. Also nur die schlechten Nachrichten kommen wirklich an. Wir in der alle Welt machen das nicht. Wir machen das ein Gegenprogramm. Wir haben ein Kontrastprogramm. Es gibt viele, 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 wie den Pater Leopold, die unglaubliche Geschichten haben und die nie irgendwo medial vorkommen werden. Weil unsere Medien nicht so strukturiert sind, das kann man mögen oder nicht, das ist so. Ja. Deswegen braucht es uns und deswegen hoffen möchte ich einen kleinen Appell an Sie richten, warum es die alle Welt ist, wert abonniert zu werden. Ich war vergangenes Jahr in Istanbul, traf auch so einen erstaunlichen Priester, der Pater Simon aus Oberbayern, ein Oberbayer, der am Bosporus landete, der dort ein unglaubliches was macht, auch ähnlich wie der Pater Leopold und so viele andere, unglaublich bescheiden ist, die würden nie den Weg in die Öffentlichkeit für sich suchen, darum braucht es mich und andere, um auch diesen Weg zu führen. Und warum machen wir das? Weil wir auch sie inspirieren möchten, weil wir sie auch rausholen möchten aus dieser Düsternis, aus dem allem, was uns, wenn man Medien konsumiert hat, ja, da muss man schon sehr ein optimistischer Mensch sein, wenn man da nicht mit einer halben Depression die Nachrichten ausschaltet. Ja. Ich als einer, der die alle Welt verantwortet, möchte auf keinen Fall, dass Sie dieses Gefühl haben, wenn Sie unsere alle Welt lesen, sondern wir möchten, dass es Ihnen besser geht, dass es Sie auch inspiriert. Wenn wir weitergehen, die Weltkirche ist, und ist für mich auch eine neue Erkenntnis, wie gesagt, ich bin jetzt seit einem Jahr bei Missio, war lang beim großen Wochenmagazin der Auslands, als Auslandschef. Auch für mich ist es eine neue Erkenntnis, wie bunt und breit diese Weltkirche ist und wie viele Geschichten. Also ich mache mir keine Sorgen, dass uns die Geschichten ausgehen. Ja. Also jetzt schon Vorgriff auf unsere nächste Ausgabe war das Seligsprechung bei Pauline Marie Charicot. Das Wunder, das dahinter steckt, werden Sie nirgends lesen. Ja? Das ist ein Mädchen, das geheilt wurde, Melin, werden Sie bei uns lesen. Und, was mir auch ganz wichtig ist, wir sind aber trotzdem nicht jetzt irgendwelche, die rosa-rote Brille aufhaben und sagen, alles ist gut, alles ist fein. Wir greifen auch harte Themen an. Ja? Wir sehen da hier, also Jean-Paul, Pater Karl und ich hatten die Gelegenheit, ihn kennenzulernen, in Lubumbashi im Kongo, ein Bub, der auf der Straße gelebt hat, der wirklich ein unvorstellbares Leben hat. Das kann man beschreiben. Warum ist es dann trotzdem positiv? Ja, weil es Menschen gibt, die Salesianer nämlich dort vor Ort, die ihn von dort weggeholt haben. Und ich glaube, dass sie solche Geschichten inspirieren. Die geben Kraft für das eigene Leben, wo man auch macht, wenn Situationen sind, wo man nicht mehr weiter weiß. Oder diese Frau hier auch aus einer vergangenen Ausgabe, wenn wir nochmal zurückgehen, die Löwin von Lahore, eine Laien, ja, also auch wir Laien können etwas, eine Anwältin, die für verfolgte Christen und Christinnen in Pakistan kämpft. Also unglaublich, unglaublich starke Geschichte und ich bin überzeugt davon, also ich weiß ja, wie Geschichten funktionieren, das reißt einen mit. Und es
die alle Welt ist, wenn wir weitergehen, nicht nur die weite, weite Welt, sondern auch die Welt direkt bei uns. Ja, das kann sein von Diözesen, meine Kollegin und ich, Katharina Breiner, besuchen die Diözesen, sind unterwegs. Aber wir haben auch Prominente, die sich nicht verbergen, ihren Glauben zu bekennen. Wir haben da den Hans Buhm, ehemaliger ÖSV-Trainer, jetzt in der neuen Ausgabe, also die bald kommt. Sie ist gerade in der Druckerei, schon ein kleiner Vorgriff darauf, Barbara Stöckl, die über ihren Glauben spricht. Das ist ja auch schon etwas, was manche sich schon fast schämen zu tun. Ja. Gott sei Dank finden wir diese Prominenten, die sagen, wie sie ihren Glauben leben. Und ich glaube, das ist diese Verbindung von Weltkirche weit draußen und Regionalen hier bei uns in Österreich ist auch ganz wichtig. Da gibt es noch viele andere Beispiele, aber das würde jetzt das heutige Format sprengen. Wenn wir weiterschauen, wenn Sie sich jetzt fragen, zu Hause, ja, die alle Welt, wie komme ich denn an die? Gibt es mehrere Wege. Wir haben solche schönen Karten, die wir gerne verschicken, wenn Sie bei uns anrufen. Das Telefonteam schickt Ihnen gerne so eine Karte, da kann man auch mal ein Probeabo abschließen, mal 6 Monate, 3 Ausgaben reinschauen, wie ist denn das? Oder wenn Sie sagen, naja, eigentlich hat er mich eh schon fast überzeugt, da brauche ich gar kein Probeabo, sondern nimm gleich ein ganzes. Missio.at/Abo ist der Weg dazu. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie Sie uns testen können. Wir haben viele dieser Reportagen, die ich erwähnt habe, und Pater Karl hat schon gesagt, wir werden auch nach Kasachstan, wo ich mich schon wirklich sehr freue. Ich habe zum Pater Leopold gesagt, wenn, dann kommen wir, wenn es wirklich kalt ist bei euch. Ja? Weil ich habe schon sogar schon den Titel, der Missionar, der in die Kälte ging. Und das soll man zeigen. Ja? Also wenn der Pater Leopold bei minus 30 Grad seinen Dienst versieht, dann kommen wir nicht, wenn es angenehm warm ist, bei 20 Grad. Also das. Und da gibt es auch Podcasts. Also man kann auch diese Reportagen hören auf unserer YouTube-Seite. Da sind Sie auch herzlich eingeladen dazu, da mal reinzuhören. Manche hören gerne beim Laufen, beim Autofahren und so weiter. Das ist auch eine Möglichkeit. Und das Letzte, Pater Karl hat gesagt, Anfang des Jahres 3000 neue Abonnentinnen und Abonnenten wünscht er sich. Schließe ich mich vollkommen an. Das schaffen wir gemeinsam. Also wenn Sie das Gefühl haben, das schaue ich mal an, das möchte ich auch haben, dann sind wir auf einem guten Weg, damit wir den Wunsch von Pater Karl erfüllen. Und das, glaube ich, schaffen wir gerade in unserem Jubiläumsjahr. Danke vielmals.